Ja, unsere Kunden sind Beratungen höchster Qualität gewöhnt. Ne? Wir machen da auch ab und zu Stichproben, um dann die Qualität zu testen. Da habe ich jetzt auch jemanden eingeladen, der vorbeikommt und so ein kleines Schauspiel auch mal gucken. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Carla da so reagieren wird. Sie sind hier wegen Ihrem neuen Nachbarn, der sich immer auszieht, wenn ich das richtig verstehe? Ja. Also, ja, eigentlich. Aber ich, also... Heute Morgen ist meine Mutter verstorben. Und ich glaube, unter diesen Umständen kann ich das heute nicht so gut. Kann ich irgendwas für Sie tun? Danke. Ich, ehrlich gesagt, ist es eine Erleichterung. Wir hatten kein besonders gutes Verhältnis, wenn Sie verstehen. Dann ist das ja okay. Also, na ja, ich meine, sie ist schon auch noch meine Mutter, immerhin. Und außerdem hat sie sehr lange und sehr doll gelitten. Ja, das wünscht man wirklich keinem. Nein. Familie und Betrieb unter einen Hut zu bekommen. Leicht kann wirklich einfach jeder. Und wenn die eigene Tochter im Betrieb ist, dann ja, dann schauen einfach ein, zwei, drei, vier Augen mehr mit drauf. Praktikantin im Familienbetrieb ist, ja. Und vielleicht war im Augenblick zugegeben noch ein bisschen viel Kaffeepause. Hey, aber... Sag mal, was riecht hier denn so? Hm? Oh, ist das etwa Leidenschaft für die Arbeit? Hm? Ja, ist doch ein ganz guter Vibe hier, oder? Das war schon wieder zu cringe. Hm? Danke, Susanne Daubner. Ja. So. Nee, der Peter und ich, wir kennen uns wirklich schon sehr lang. Ja, also Jahrzehnte. Betonung auf dem Plural. Aber das mit dem Boxer, also... Na du. Das habe ich echt noch nie verstanden, also warum er... Aber ist irgendwie so sein Ding. Wissen Sie, das Leben, das ist ja wie Sonne und Mond. Ein Kommen und Gehen. Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Meine Mutter ist tot. Tot. Die kommt nirgendwo mehr hin. Ja, ist schon auch blöd. Und, gibt's schon irgendwas zu berichten, Frau Beraterin? Hier, wichtiges Stichwort auch. Professionalität. Abgrenzung, also beruflich und privat. Nee. Nee, eigentlich nichts Besonderes. Ich glaube, das Interessanteste war so eine E-Mail von einem Autokonzern an info@knigge. Autokonzern? Mensch, das ist doch super, das klingt doch toll. Das, wirklich so, ich bin wirklich echt stolz, wie viel Eigeninitiative du zeigst. Was muss ich mir genau darunter vorstellen? Die wollten irgendwas mit Green Companion. Ja. Toll. Sag schon mal den Sekt aufmachen. Hier reden wir gerade von deinem ersten Abschluss. Was für ein Abschluss? No fucking way. Hast du schon mal was von Greenwashing gehört? Greenwashing? Ja, klar, doch.
durchaus gehört. Ja, da kannst du ja wohl denken, dass wir nicht mit unserem Namen dahinter stehen. Nicht? Nee, nein. Glaubst du, das ist zukunftsfähige Beratung, diesen Feinstaubwichsern zu erklären, wie die ihr Image aufbessern können, während die sich einen Scheißdreck um unseren Planeten kümmern und unsere Umwelt auch noch verpesten? Moment mal. Oh, ich glaube, der brennt wohl. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber frag mal den Amazonas, wie es dem geht. Ach ja, geht ja nicht. Er brennt ja. Aber bevor der verbrennt, verhungerst du erstmal, weil der Kühlschrank leer bleibt. Und ganz ehrlich, Madame, also, wenn es morgens darum geht, dass du mit dem Auto zur Schule gefahren wirst, ja, dann stehst du aber auch mit deinem Namen voll hinter. Ja, der Schulweg ist halt lang. Ja, es geht ja auch um die strukturelle Ebene. Die ist das Problem, nicht die individuelle. Was? Was denn schon wieder für eine strukturelle... Was? Fangen wir mal mit dir selber an. Das hier, das ist Umweltverschmutzung. Du bist heute Abend pünktlich um 8 Uhr zu Hause und Fernsehen gibt es auch nicht, oder was auch immer ihr da... Ach. Ich will aber, dass du weißt, dass ich dich trotzdem sehr lieb habe. Geh jetzt nur wieder arbeiten. Aber du kannst dich auch gerne mal auf den Kaffee wieder melden. Ach Quatsch. Was machen Sie denn hier? Ich bin nicht dumm. Christoph Maria Herbst. Guter Typ. Oh mein Gott. Ja, ich verstehe. Ja, immer schön anonym bleiben. Unser deutscher Bruce Willis. Nee, also ich sag nix. Mir sind die Ferris so privat. Schnell angefressen. Scheiße, ich hab den verwechselt. Das ist Heiner Lauterbach. Heiner! Ah, verarscht! Nein. Hab ich doch erkannt. Das ist ein richtig guter Typ. Benno Fürmann, Rakete. Beste Tatorte, muss man sagen. Diese Sonne ist heute Morgen untergegangen. Für immer. Für immer. Wissen Sie, ich finde es auch wirklich echt traurig, was Sie da erzählen. Weil ich hatte auch mal so eine Sache mit der Ruhe los. Das müssen wir aber noch mal ein bisschen üben bis zur Beförderung, ne? Just imagine a life with us together, we two. Just imagine all of our dreams coming true. Just imagine everything that we're gonna do. Sohn, hast du dir schon was überlegt? Man wird ja nur einmal volljährig. Entschuldigung, natürlich habe ich den Geburtstag meiner Tochter auf dem Schirm. Ich bin doch der Vater. Ich war doch da, an dem Tag. Hier, Nabelschnur. Das war ich. Das ist übrigens gar nicht so einfach. Es ist so,
so gallertartig. Das ist so ein bisschen, warst mal beim Griechen, hast mal auf Pulpo rumgekaut, so, das so. Da kannst du ja auch nicht. Nee, hier, was ist das denn? Mutterkuchen. Ja, der pustet aber mal die Kerze aus. Wir können dir ja was zusammenschenken. Großartig, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, klar. Mhm. Wie wär's denn mit was Praktischem? Für Ihre Wohnung. Deko. Ein Foto. Von uns. Groß, auf Leinwand gezogen. Ja, damit sie uns nicht vergisst. Die ist doch so kulturinteressiert. Die geht doch gerne auf Rockkonzerte, wie ihr Opa. Ich weiß noch, mein erstes Rockkonzert. Ja, ich glaube, dafür sind wir zu uncool. Karl-May-Festspiele. Nee, das ist auch problematisch. Da spielt doch diese Alexander Klaff mit. Hier ist wieder was für Zoe. Und was ist, wenn wir ihr was wirklich Wertvolles schenken? Wie wär's mit dem Silberbesteck von Oma? Okay. Ich dachte auf jeden Fall was Großes. Was denn? Eine Reise? Geht nicht wegen Fliegen. Das ist gerade problematisch bei den jungen Leuten. Ja, dann macht er selber mal einen Vorschlag. Immer nur das nicht, das ist blöd, das mag sie nicht, das macht den Planeten kaputt. Und dafür wird überhaupt nichts mehr schenken. Wir können uns ja zu dritt an den Wald setzen und dem dann beim Sterben zugucken. Nee, dafür müsste man ja erstmal zu einem Wald fahren. Mit dem Auto. Das geht ja auch nicht. Haben wir es gefunden? Ich sag mal so. Flap, 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 flap. Richtig gut. Gibt's überall. Kannst du dir überall. Es ist. Und da muss ich sagen, da merkt man, wenn Familie zusammenarbeitet, dann. Familie verleiht Flügel. Heute genau vor 18 Jahren kam ein Baby angefahren. Ohne Strümpf und ohne Schuh. Liebe Zoe, das war's du. Und zu deinem Wiegenfeste wünschen wir dir das Allerbeste. Dein Vater und ich, wir waren stets bemüht, dir ein festes Fundament im Leben zu geben. Ja. Aber jetzt haben wir gesagt, du brauchst was, womit du so richtig abheben kannst. Da wir wissen, wie sehr dir der Klimawandel am Herzen liegt. Schutz. Ja, jedenfalls haben wir für dich investiert in Flügel für deine Zukunft. Genau genommen in einen Flügel. Ja. Für ein Windrad. Von einem Windrad? Ja. Mhm. Ist das euer Ernst? Die zerfetzen die Vögel. Warum denkt ihr, dass ich vegan bin, hä? Sicher nicht, weil die Ersatzprodukte so lecker sind. Na toll, du hast meine Tochter traurig gemacht mit deiner blöden Idee. Ja, was ist denn das zu tun? Mit dem Geld wäre viel besser gewesen. Was zum Geld? Du machst eine Flügel. Winnetou. Investitionen. Das habe ich gelernt von meiner Tochter. Du hast damals schon Geld bekommen. Du hast mir noch nie was an Geld geschenkt. Genau das ist es. Ich habe immer nur Geld von dir bekommen. Just imagine everything that we're gonna do. Hier, was ist das denn? Mutterkuchen. Der pustet aber mal die Kerze aus. Hier haben wir.